Im Moment jobben 5 junge Leute, 3 junge Frauen, 2 junge Männer für die Professoren des Weltrates. Ja, ich hoffe, dass daraus dann wirklich so nach und nach sogar vielleicht ein Keimling für eine erste Gemeinde, eine Gemeinwohlgemeinschaft für, ja, im Botschaftsgelände Köln, hier unser Buch, um das alles kreist. Ja, das Botschaftsgelände Köln entsteht eine erste Gemeinwohlgemeinschaft. Und ja, dass wir dann eben von diesem Buch profitieren können. Ja, was gibt's Neues seit den letzten 14 Tagen sonst noch? Außer dass, wie gesagt, das mit den Jobs ganz gut läuft. So, 1859 war die letzte große Menschheitserkenntnis durch Sir Charles Darwin und Wallace. Also, wir haben da verstanden, wie Leben funktioniert. 164 Jahre hat's gedauert, bis jetzt die nächste Welterkenntnis durch den Weltrat gekommen ist mit diesem Buch. Erwähnen kann man noch, ich meine, es macht nicht viel Sinn zu erwähnen, dass natürlich zum Beispiel die Anekdote vom alten China auf wenigen Sätzen in vielen Büchern mal aufgeblitzt ist. Und bei Dawkins war es so, dass in seinem sogenannt inspirierendsten wissenschaftlichen Werk aller Zeiten im egoistischen Gen tatsächlich irgendwann in einer der späteren Auflagen auf 3 Seiten der sogenannte weltweit wichtigste Denker wirklich seinen genialen Streich hatte und quasi eine erste Vorahnung dessen hatte, was jetzt 2023 der Weltrat fertiggestellt hatte. Man kann sagen, ja, Dawkins hatte die erste Vorahnung, die können wir entsprechend würdigen. Er hat geahnt, dass ja quasi der größte Gewinn einer bestimmten Berufssparte ja dann möglich ist, wenn sie die Kunden schädigen und insofern mehr aus ihnen, Geld aus ihnen herausholen und dass sie dafür bestimmte Irrtumsmeme im Studium erwerben, die dann dazu geeignet sind, genau diese Schädigung der Kunden zu vollziehen, ohne dass es ihnen bewusst ist. Ja, ja, also nochmal, also vor 164 Jahren kann man aber groß sagen, wenn man jetzt mal Dawkins wegen den 3 Seiten kurz würdigt, aber eben auch erkennt, 3 Seiten sind kein ganzes Buch von 500 Seiten, in dem wirklich diese neueste und abschließende große Menschheitserkenntnis, wie funktionieren Menschen, wie funktioniert menschliches Leben, wie funktionieren Gesellschaften, Wirtschaftssysteme, was passiert da ab der Erfindung des Tauschhandels und so weiter. Darüber hatte Darwin hatte nur die mit Wallace nur die Grundprinzipien erkannt, wie Leben funktioniert, Mutation, Selektion im Prinzip, dass da irgendwie etwas, ja, heute würden wir sagen, Genetisches sein muss, was variiert und dann dazu führt, dass sich sozusagen alles so entwickelt, wie sich's entwickelt. 1859 war die letzte große Menschheitserkenntnis durch Sir Charles Darwin und Wallace. 2023 jetzt die nächste durch den Weltrat. Circa 1980 hatte Dawkins eine erste kleine Ahnung in diese Richtung als sogenannter damaliger weltweit wichtigster Denker in seinem inspirierendsten wissenschaftlichen Buch aller Zeiten. Ja. Das ist die ganze Geschichte, dass die Anekdote vom alten China manchmal in 5 Sätzen irgendwo erwähnt wurde und so weiter in vielen Büchern. Das ist auch so eine Vorarbeit der Menschheit, aber eigentlich ist wirklich nur Darwin und jetzt Weltrat, 164 Jahre dazwischen, ne? Und der Kapitalismus hat die gesellschaftskritischen ganz besonders im Griff als seine nützlichen Idioten. Ja, das ist ja wirklich die
die Gesellschaftskritischen, die hat er ganz besonders im Griff, weil der Kapitalismus sogar die vermeintlichen Lösungsideen vorgibt. Also auch die antikapitalistischen Ideen stammen alle aus dem Kapitalismus. Also Karl Marx, Sigmund Freud und all die anderen Verrückten, die haben alle Ideen aufgegriffen, die aus den Sparten des Kapitalismus stammen. Und diese Ideen führen alle dann zu noch schlechteren Gesellschaften. Also es gibt zwei schlechte Systeme, Kapitalismus und Sozialismus, Kommunismus. Und dazwischen gibt es eben nur die Gemeinwohlökonomie, Gemeinwohlwirtschaftsordnungskombination als einzige sinnvolle Lösung wirtschaftlich. Und die Grundlagenwissenschaft ist eben die Welt seit Weltrat ja komplette Psychobiologie und Evolutionspsychologie, die psychobiologische Psychoanalyse von allem und allen Menschen und so weiter, die und dann die VIAT als die vorteilbringende Irrtümerabbautherapie, das sind die einzigen übrig bleibenden Wahrheiten und alles andere. Und das Traurige ist, dass eben die Gesellschaftskritischen eben denken, sie wüssten schon etwas, aber in Wirklichkeit sind sie auch nur voll von den circa 30 Zentralirrtümergruppen der Menschheit. Ja, wir können manches besser machen als die Natur, anstatt wie die Gnu-Mutter das behinderte Kind verhungern zu lassen, können wir es glückselig einschlafen lassen mit einzuatmenden Glücksdrogen. Aber wir machen es schlechter als die Natur, wenn wir in kapitalistischer Manier die Niedergangssparten dafür belohnen, wenn sie uns ihre Zentralirrtümer einreden, es sei doch so toll human, alle Behinderten mit riesigem Kostenaufwand lebenslang zu betreuen. Ne? Also die Gnu-Mutter hat die technischen Möglichkeiten nicht, es humaner zu machen, aber sie macht es eben trotzdem richtig, denn wenn sie das Kind annehmen würde, das behinderte Kind, würde es die Summe des Leidens und der Quälerei nur verlängern. Aber darauf können natürlich kapitalistische Niedergangssparten keine Rücksicht nehmen. Für die ist es ja egal, ob es jetzt ein elendiges Leben ist, sich sozusagen durchs Leben zu quälen, weil man schwer krank, schwer behindert ist oder sonst wie eben eigentlich nicht geeignet ist für diese Welt und dann das Leben eine einzige Qual ist. Das ist ja den Niedergangssparten egal quasi. Hauptsache, sie können Karriere machen und Geld verdienen in der Betreuung all dieser scheiternden Menschen. Die Niedergangssparten, die kapitalistischen, haben also ihre Scheinethiken entwickelt, dass es ihnen ja um die Verbrecher, die Obdachlosen, die Arbeitslosen, die Armen, die Kranken und Behinderten und deren Lebensglück ginge, warum sie sich so dafür einsetzen, dass diese sozusagen betreut werden und alles und so weiter, ja. So nein, es geht darum, dass diese Niedergangsspartler selber Karriere machen können, Boss werden können, Chef werden können, aufsteigen können, höhere Gehaltsstufen erreichen, weil da unheimlich viel los ist und der Staat, die Regierung ihnen unheimlich viel Geld zuschustert für ihre Betreuungsarbeiten. Ne? Und darum geht's. Und dass das, ob die Frage, ob diese Menschen, die quasi als scheiterndes Leben geboren sind, also als potenzielle zukünftige Verbrecher, Obdachlose, Arbeitslose, Arme, Kranke und Behinderte, ob die
wirklich glücklich damit sind, dass sie durchs Leben gezogen werden, weil sie als Kundschaft für die Niedergangssportler gebraucht werden. Da habe ich große Zweifel. Aber eben den Niedergangssparten ist es gelungen, so eine Vorstellung zu schaffen. Ja, also ich würde sagen, in der Summe ist das, was die GNU-Mutter macht, nämlich dass sie sagt, Gleichschluss, bevor das Kind noch mehr leidet und ich als Mutter noch mehr leide, machen wir Gleichschluss und beenden sozusagen das. Und das ist das Humanistischste, was wirklich geht. In der Summe, das durch das Leben quälen, was die Niedergangssportler machen, die sich als so toll human natürlich fantasieren im Kapitalismus, das ist nichts anderes als das Missbrauchen von eigentlich niemals lebensfroh werdenden gescheiterten Menschen. Das ist das Missbrauchen zum Zwecke der eigenen Karriere und des eigenen Geldmachens. Ne? Am deutlichsten wird es ja für die Medizin, weil da ja natürlich dann riesige Summen fließen, wenn dann eben jemand chronisch Krankes oder Behindertes dann lebenslang medizinisch mit für viel Geld betreut wird. Ne? Ja. Weiter geht's. Im kapitalistischen System innere Sicherheit, das nicht bewusst Verbrecher ermutigt, ist jeder Kampf gegen Clan-Kriminalität völlig sinnlos. Da steht eine genetisch nicht verwandte ausländische Parallelgesellschaft geschlossen mit vollster militärischer Schlagkraft gegen ein nicht bewusst Opfer feindliches System innere Sicherheit, das immer nur der Verlierer sein kann. Im Krimi macht ein Mitglied der ausländischen Parallelgesellschaft den Fehler, ein Familienmitglied wegen Mordes verurteilen zu lassen und wird prompt umgebracht, trotz übrigens deutschem Zeugenschutzprogramm. Ne? Realistisch wäre noch, die ganze engere Familie als Strafe des Clans umgebracht worden. Das wird am Ende von der Staatsanwältin mit einem Achselzucken akzeptiert. Ja, dass dieser Krimi signalisiert auch allen Menschen, oh ja, wenn du eine Aussage machst gegen irgendeinen Clan, dann ist es in Deutschland ganz normal, dass du dann dafür umgebracht wirst. Also lass es lieber. Also deswegen steht hier auch, das führt dazu, dass kein vernünftiger Mensch mehr vor der deutschen Justiz gegen einen Clan aussagen wird. Kurz, im Kapitalismus müssen die Clans gewinnen. Im Gemeinwohlland, im Gela, gewinnt die Gerechtigkeit. Da jeder aller Sparten innere Sicherheit mehr staatliche lenkende Verdienstzuschüsse bekommt, je besser es den Menschen im Zuständigkeitsbezirk geht, steht eine extrem schlagkräftige Truppe bereit und vernichtet so innerhalb kürzester Zeit jeden kriminellen Clan. Ja, das heißt also, in den kapitalistischen Sparten innere Sicherheit haben sich einfach bestimmte Philosophien gebildet, aufgrund derer man eigentlich gegen Clans keine Chance hat. Ja? Und in diesem Krimi, also quasi auch die Art, wie man dann Zeugenschutz macht, ist so lasch und so wenig effektiv, dass eben dann die Zeugin realistisch wirklich auch am nächsten Tag schon umgebracht ist, ja, weil eben der Clan das Zeugenschutzprogramm irgendwie unterlaufen ist und so weiter. Ja. Aber das heißt, durch die Zentralirrtümer innerhalb der Sparten innere Sicherheit ist die überhaupt nicht effektiv, sozusagen das ganze System innere Sicherheit, weil es ja um die Ermutigung und nicht um die Entmutigung geht. Also in dem Gemeinwohlland
ist alles unheimlich effektiv und es werden auch alle effektiven Mittel können genutzt werden, weil es dagegen keine Zentralirrtümerphilosophien gibt, quasi keine Polizeiphilosophien, die quasi effektives Arbeiten tabuisieren, ne? Und ist dann im Gemeinwohlland innerhalb kürzester Zeit wäre dann jeder kriminelle Clan natürlich vernichtet, wobei ein Gemeinwohlland solche Leute von vornherein ja gar nicht einwandern lässt. Ja, das ist ja auch der Unterschied. Ja, ein Gemeinwohlland hat ja den extremsten Einbürgerungstests und Einwanderungskriterien und so weiter. Und da gibt es ja kein verrücktes Asylrecht, wo jeder eigentlich, egal ob er jemals bedroht war, einfach nur Asyl sagen braucht. Aber wir kennen ja die neue Lösung, die eigentliche, einzig sinnvolle Lösung gibt es ja von Gemeinwohlländern. Wenn Deutschland ein Gemeinwohlland wäre, dann würde es zum Beispiel neben der Ukraine, neben diesem Krisengebiet, ein Lager machen mit 84 Plätzen, wo Flüchtlinge reinkommen können, ohne jede Chance jemals nach Deutschland zu kommen. Und dann guckt Deutschland, ob die anderen auch für anderen Länder der Erde auch für jede Million Einwohner auch einen Platz schaffen. Wenn die anderen das auch tun, dann stockt Deutschland auf, nochmal 84 Plätze und dann wartet es wieder, bis die anderen auch aufstocken. Und so hätten wir dann sozusagen Flüchtlingsunterkünfte direkt möglichst an der ukrainischen Grenze und haben damit sozusagen die Asylpflicht erfüllt, aber keiner wird jemals deutschen Boden betreten, ne? Aber das würde halt nur gelten, wenn Deutschland ein Gemeinwohlland wäre. Ja, und wenn jemand Kinder mit Nichtmitgliedern der Mehrheitsbevölkerung bekommt, erlischt ja sofort die Aufenthaltserlaubnis, da ja jeder Keim einer Parallelgesellschaft unterbunden wird im Gemeinwohlland, ne? Und wer ohne Aufenthaltserlaubnis angetroffen wird, 10 Jahre Gefängnis ohne einen Tag Verkürzungsmöglichkeit. Im Gemeinwohlland stimmen einfach die Anreize, aber nur dort im kapitalistischen Land sind alle Anreize Fehlanreize. Ja, manche Verbrecher sind getragen, das ist wohl auch wieder aus einem Krimi wahrscheinlich, manche Verbrecher sind getragen von der Sehnsucht nach der Gruppenehe bzw. Gruppenfamilie. In unserer kapitalistischen, kranken Welt der Unterdrückung der Gruppenehe fangen sie an, nicht die Wahrheit zu sagen und begehen am Ende Verbrechen, um trotz des Tabus in Liebe mit vielen Frauen sein zu können. Diese Art Verbrechen fällt in der Gemeinwohlwelt weg, jedenfalls in den Teilen, in denen die Gruppenehe bzw. Gruppenfamilie gelebt wird. Da braucht es quasi nicht solche Komplikationen, nur um einfach die eigene Natur leben zu können. Ne? Während ja im Kapitalismus behauptet wird, dass dieser Mann mit mehreren Frauen in Liebe lebt, das sei pathologisch, ja, weil ja die Natur wird ja geleugnet, das Menschen. Ne? Ja, die Leute kommen vorbei bei der Öffentlichkeitsarbeit, sind ganz stolz, wie weit sie schon seien, als Opfer der ESO-Spiro-links- oder rechtsextremistischen kapitalistischen Sekten. Dabei werden sie dabei erst recht ausgeschlachtet als Totalopfer von kapitalistischen Sparten und deren Zentralirrtümern. Ja, das ist das Tragische, dass also sozusagen auch der denkt, er würde sich schon kritisch die Welt hinterfragen, immer noch voll im kapitalistischen Denken ist und dass es eben nur ein Buch, wie gesagt, 1859 Charles Darwin, jetzt 164 Jahre später, 2023,
das nächste Buch und alles andere ist nur Geräusch und Irreführung. Alles andere, was geredet wurde dazwischen, ist alles nur Irreführung und Zentralirrtümer, nicht bewusste Manipulationsprozesse, Irreführung. Ja. Ja, das Buch 1 ist das Grundstudium Psychobiologische und Evolutionspsychologische Psychoanalyse VIAT, vorteilbringende Zentralirrtümer, Abbautherapie bzw. Technik. Ja, also das Buch 1 ist das Grundstudium Psychobiologische und Evolutionspsychologische Psychoanalyse bzw. VIAT. Beziehungsweise Neues Testament der Bibel der Naturwissenschaften. Ist jemand in der Prüfung schon sehr gut im Analysieren auch der Themen des Buchs 2? Wir prüfen also vom Buch 2 her, haben wir dann die Texte als Prüfungsfragen, kann man das umformulieren, und wenn jemand das ist jemand auch schon sehr gut im Analysieren auch der Themen des Buchs 2, braucht er das Hauptstudium Buch 2, das Alte Testament, nicht mehr. Ja, wenn er es doch noch nicht so gut hinkriegt, dann empfehlen wir natürlich das Buch 2 unbedingt auch dann das Hauptstudium auch zu machen. Aber wenn jemand schon nach dem Grundstudium fit ist, dann ist ja auch gut, ne? VIAT von VT Verhaltenstherapie meint aber Zentralirrtümer abbauen, die je nach Blickwinkel auch vorteilbringende Irrtümer IS, also VIS, mal nachteilbringende Irrtümer NIs genannt werden können. No? Ja, so viel wieder heute zum ersten lebensrettenden Schutzbuch plus Lebensschule zum idealen Geschenk für Kinder und Junge, damit deren Leben nicht genauso verfuscht wird wie unseres. Tschüssi, bis bald.